Teil 2. Wie kann ich Arbeitsblätter und Nachrichten an Schüler verschicken? Nehmen wir diesmal das Beispiel von der Lehrerin Lempeline. Sie möchte Arbeitsblätter an den E-Kurs von Herrn Birkenfeld verschicken. Die pragmatische Möglichkeit. Sie loggt sich wie gewohnt unter schoolfox.de ein. Mit ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort. Dort sieht sie die 0a Schülerklasse. Sie möchte das Arbeitsblatt natürlich nur an die Schüler und nicht die Eltern verschicken. Deswegen klickt sie auf die Schülergruppe und macht eine neue Mitteilung. An diese Mitteilung kann Lehrer Lempeline nun eine PDF-Datei anhängen. Das sind die Bruchrechenaufgaben von Herrn Birkenfeld. Nun wählt Lehrer Lempeline die Empfänger. In diesem Fall bekommt die gesamte Klasse inklusive E- und G-Kurs die Arbeitsblätter. Außerdem sollen alle Lehrer der 0a die Nachricht sehen können. Ob aber der Rallye-Lehrer wirklich sehen muss, was die Schüler für eine Matheaufgabe bekommen haben, lasse ich mal dahingestellt. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, das Ganze als private Nachricht zu senden. Wohingegen eine Mitteilung über einen anstehenden Ausflug durchaus alle in der Klasse unterrichtenden Kollegen betreffen könnte, dann wäre diese Option sinnvoll. Wenn ich diese Nachricht nun verschicke oder diese Mitteilung verschicke, wird sie eigentlich nur an Daniel Dummy verschickt, weil alle anderen drei Mitglieder der Klasse sind in der App noch nicht beigetreten. Nun kann ich auf der linken Seite sehen, was für Mitteilungen ich an die Schüler geschickt habe. Wenn ich auf das Auge klicke, sehe ich sogar, welche Schüler die Mitteilung bestätigt haben. Aktuell hat kein Schüler die Mitteilung bestätigt. Hier unten sieht man nochmal eine Liste der Schüler, wo die Bestätigung noch aussteht. Die zweite Möglichkeit. Auch hier wähle ich wieder die Gruppe der Schüler aus. Auch hier wieder eine neue Mitteilung. Auch hier wähle ich wieder eine beliebige Datei zum Mitschicken aus. Diesmal wähle ich aber nur die E-Kurs-Schüler aus und sende damit die Mitteilung nur an die E-Kurs-Schüler. Sobald der Schüler die Mitteilung auf seinem Rechner oder auf dem Handy sieht, bekomme ich eine Empfangsbestätigung. Dort unten sehe ich schon, eine von zwei Empfangsbestätigungen habe ich bekommen. Dort steht, dass Daniel Dummy schon bestätigt hat, dass er das Arbeitsblatt bekommen hat. So, der rote Punkt zeigt mir an, dass Daniel Dummy mir etwas geschrieben hat. Er versteht das Arbeitsblatt nicht. Ich bestätige zunächst die Mitteilung. Und die Lehrerin Lempeline schickt noch eine Antwort an den Schüler. Sie schreibt, dass sie die Informationen an Herrn Birkenfeld weitergibt
und bitte zwischenzeitlich um ein Foto der bisher erledigten Arbeit. Diese Nachricht wird nun dem Schüler geschickt. Kurze Zeit später antwortet der Schüler. Die Handykamera ist defekt. Schön wäre es natürlich, wenn der Klassenlehrer nicht ständig die Arbeiten der Fachlehrer sammeln müsste und verschicken müsste. Besser wäre es, wenn Herr Birkenfeld seine Arbeitsblätter an die entsprechenden Schüler selber schicken könnte. Auch das funktioniert in SchoolFox. Dazu muss der Klassenlehrer Herrn Birkenfeld als weiteren Lehrer der Klasse hinzufügen. Wie das funktioniert, zeige ich dann im nächsten Video.